Hallo, heute geht es um die Frage, wie entsteht Feuer? Dazu erstmal einleiten ein paar Worte. Wir haben hier eine Tafel aufgebaut mit den verschiedenen Brandklassen. Es gibt A, B, C, D und F Brandklassen. Aber zu den Einzelheiten kommen wir später. Wir haben hier ein paar Materialien aufgebaut, die zu den einzelnen Brandklassen gehören. Und das Wichtigste daran ist, dieses Verbrennungsdreieck bestehen aus Sauerstoff, einem brennbaren Stoff und dem Zündmittel. Und diese drei Dinge brauche ich, damit überhaupt ein Feuer brennen kann. So wie ich eines von diesen dreien wegnehme, jetzt gerade den brennbaren Stoff, habe ich nur noch das Zündmittel und Sauerstoff, dann habe ich auch kein Feuer mehr. Und nach diesem Prinzip arbeiten wir auch bei der Feuerwehr. Wir versuchen, eins dieser drei Dinge zu entfernen. Wir können den Sauerstoff entfernen, indem wir das Feuer abdecken mit einem Schaumteppich oder mit Sand kann man Metalle löschen. Ich kann den brennbaren Stoff entfernen, dass ich also, wenn ich Strohballen im Feuer habe, dass ich die auseinanderreiße und dann eben keinen brennbaren Stoff mehr in großer Fläche habe. Oder ich nehme die Temperatur weg, indem ich kühle, dass ich das Ganze mit Wasser runterkühle oder mit Schaum. Damit ist dieses kleine Video beendet. In den nächsten Videos zeigen wir euch Brände der Brennklasse A, B, C, D und F. Bis dann.